Es ist der harte militärische Kampf der zwischen zwei Armeen. Und es ist eben deutlich und ist in der gesamten, im gesamten Kriegsverlauf deutlich geworden, dass die Ukraine trotz der massiven Unterstützung des Westens durch Waffenlieferungen, aber nicht nur dadurch, sondern die operativen Planungen für die Offensive wurden ja beispielsweise auch von amerikanischen, britischen Offizieren zusammen mit ukrainischen Offizieren in Deutschland gemacht, in Wiesbaden. Auch das hat nicht geholfen. Die Ukraine wird auch versorgt mit Informationen. Auch das reicht nicht.